viel zu bieten wie Weißlauf oder Einsamkeit, aber wir tun alles, um euren Aufenthalt möglichst angenehm zu gestalten. So, meint ihr die Taverne oder Winterfeste? Die Antwort ist wohl sowieso dieselbe. Winterfeste macht harte Zeiten durch. Die meisten Bewohner sind schon vor Jahren weggezogen. Ein paar von uns sind entweder zu dickköpfig oder zu verrückt, um zu gehen. Also versuchen wir unser Bestes, ein Auskommen zu finden. Na, die Kleine, die hatte so ein richtiges Wollebrocken-Gesicht. Auf Wiedersehen. Stehlen. Du hast wieder Brocken gesagt. Ja. Warum sitzt denn der da drinne? Also ich musste auf jeden Fall mal später, wenn der nicht mehr da ist. Was gibt's denn? Meine Aufgabe. Langhaus der Jahl. Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Ich kenne niemanden an der Akademie. Wahrscheinlich denkt das jeder, weil ich ein Hohnmeer bin. Hallo. Hier ist die Korier wird euch als erster sagen, dass es uns ohne die Akademie besser ginge. Und ich stimme ihm zu. Okay. Es ist mir egal, wie viele Akademien sie. Was habt ihr hier in Winterfeste zu schaffen? Ich bin mögen der Akademie. Nein, ich bin hier auf der Durchreise. Haltet euch von dieser Akademie fern, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Hinter diesen Mauern regiert das Böse. Da bin ich ja froh, dass ich nicht die Akademie angeklickt habe. Seid ihr hier der Jahr? Ich suche nach Arbeit. Was stimmt denn mit der Akademie nicht? Seht euch doch um. Diese verdammten Magier sind schuld daran, dass es in Winterfest so aussieht. Die hocken da oben in ihrem Turm und hecken wer weiß was aus. Und wer kontrolliert sie? Die Waffen wagen sich gar nicht da hinauf. Es sei denn, sie haben keine andere Wahl. Ich möchte mehr über die Geschichte von Winterfest erfahren. Was gibt es da schon zu erzählen? Die Stadt ist größtenteils verschwunden wegen dieser verdammten Magier in der Akademie. Eines Tages werden wir beweisen können, dass sie den großen Zusammenbruch verursacht haben. Fast eine ganze Stadt, die ins Meer stürzt. Das passiert nicht einfach so. Okay, ja, ja, ich kann ja mal. Winterfeste hat viel von seiner Geschichte eingebüßt und damit auch viel von seiner Macht. Ich habe vor, das zu ändern. Ich habe Gerüchte über die Ruhestätte des Helms von Winterfeste gehört. Eben jenes Helms, den Jarl Hanse in der ersten Ära trug. Hanse war ein Anwärter auf den Thron des Großkönigs von Himmelsrand. Mit dem Helm könnte ich bei den anderen Fürstentümern Gehör finden und mir etwas Autorität verschaffen. Okay, ich besorge den Helm. Gut, ich werde eine schöne Goldsumme für euch bereithalten. Naja, zum Ausgeben habt ihr ja keine Chance, groß, wenn keiner da ist. Unsere Familie ist die einzige, der die Geschehnisse im Winterfest noch. Korie wird euch als erster sagen, dass es uns ohne die Akademie besser geht. Also Winterfest hat bei Anhieb schon einige Missionen, also erstmal schon zwei. Hier ist ein kleines Geschäft. Ich verkaufe so gut wie alles, wenn es sich für mich lohnt. Vergesst das nicht, ja? Saubere Ohren hast du. Ich tue, was nötig ist, um ein Auskommen zu haben. Muss ich ja wohl. Denn auf meine Entscheidung war das nicht. So viel kann ich euch sagen. Ich hatte keine große Wahl. Ranmir und ich sind hier aufgewachsen. Und er versäuft fast das ganze Geld, das ich verdiene. Da ich nicht genug Geld hatte, um wegzuziehen, habe ich beschlossen, es als Händlerin zu versuchen. Schau mal. Sollte dann draußen. Ja, das war ganz schön dumm von mir. Keine Ahnung, ich spiel gerade. Ich hätte der Geschichte keinen Glauben schenken und das Geschäft ablehnen sollen. Aber das habe ich nicht. Und jetzt bleibe ich auf diesem wertlosen Krempel sitzen. Gut, was war denn das für eine Geschichte? Es ging um diese Bestattungsurne und das Ingol-Hügelgrab. Er sagte, sie sei mehr wert als ihr Gewicht in Gold, wenn ich sie dorthin zurückbringen würde. Irgendwas darüber, sie in Ingols Kammer zurückzubringen, glaube ich. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Selbst wenn es der Wahrheit entspräche, ich setze keinen Fuß in ein altes Grab, in dem es von allen möglichen Gefahren wimmelt. Ich könnte mir das ja mal ansehen. Mich ärgert es schon gar nicht mehr. Ihr wollt es euch ansehen? Ich verkaufe euch das Ding für 50 Goldmünzen. Dann ist es euer Problem. Na ja. Gut. Hier, bitte.
Wenn ihr seinetwegen umkommt, ist das nicht meine Schuld. Verstanden? Aber wenn sich herausstellen sollte, dass es tatsächlich etwas wert ist, dann sagt ihr mir Bescheid, ja? Warum? Das Gold nehme ich damit ein. Okay. Wow. Ich speichere lieber mal ab, bevor hier alles verloren geht. Gut. Dann wollen wir mal. Die sind hier alle noch wach. Deswegen. Gut. Dann die Zeit. Ich mache jetzt mal 9 Stunden. In der Hoffnung, dass die dann alle schlafen gehen. Für die Akademie habe ich nichts mehr zu tun. Also braucht ihr gar nicht erst zu fragen. Okay, die sind alle jetzt. Gehen die jetzt alle weg? Ducken. Speichern. Okay, habe ich das schon mal gemacht? Wenn ihr zufällig eine neue Runde bringt, könnt ihr gleich weitergehen. Krass, so leicht ging das? Langhaus der Jahl. Okay, da ist er. Ich kenne niemanden an der Akademie. Der dürfte sich als nützlich erweisen. Hier, ich zeige euch ein paar Tricks, wie man adeligen Honig ums Maul schmiert. Ah, Redekunst verbessert, kostenlos. Gibt's noch eine Mission hier? Nö. Goldene Klaue. Hier, goldene Klaue, das kann das mal raus. Bringe die goldene Klaue in deinen Besitz. Gut. Kannst du mal versuchen. Sagen es zwar nicht, aber sie haben Angst vor mir. Also. Das ist die erste Mission, die man überhaupt kriegt. Und für die goldene Klaue muss ich jetzt durch das ganze Land? Nö, ja, eigentlich nicht. Vielleicht immer hier. Wo denn? Ich bin jetzt im Winterfest, hab die goldene Klaue. Geh mal zurück. Dazu Weißlauf. Da. Musst du nur anklicken, die goldene Klaue ist hier irgendwo. Du musst erstmal zurück zu nach Weißlauf. Das ist eine der ersten Quests, die es gibt. Okay, ich bin ja auch gerade im Winterfeste. Ja, du klickst immer irgendwas an. Wäre ja super, wenn du dir deine Quest holst und dann diese Quest auch direkt anwählst. Hab ich doch. Und welche hast du denn da bekommen? Boah, was ist denn hier los? Ein Spiel voller Bugs? Die Grafikfehler sind merkwürdig. Tagedruck, Zoomen, Standort. Nee, Ziel festlegen, Umgebungskarte. Aktueller Standort, Himmelsrand. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? So, dann gehe ich mal raus, vielleicht ist draußen eine bessere Grafik. Kommt mir gerade vor wie in so ein Holodeck drin, ne? Wo dann auf einmal die Holos auseinanderfallen. Okay, ich muss auf jeden Fall jetzt hier lang.